Hallo, liebe Grinsekerle und willkommen zu einer neuen Folge Grinsekal. Wir sitzen hier unten fest, ja genau, in einer Höhle, in einer Cave. Hier ist noch Löwen. Ich weiß, ich sollte das hier gar nicht mal abbauen, aber egal. Ja, also warum klinge ich denn so, als wäre ich gerade eben beim Einschlafen? Es liegt einfach daran, es ist draußen gerade eben 30 Grad. Boah, und ich schwitze mich hier des Todes. Wirklich. Ich habe noch, musste ja extra nochmal für die ganz empfindlichen Hörchen meine Balkontür zu machen. Ich hasse euch und eure. Ach, wir haben noch. Das ist sehr gut. Bäh. Und so, und Infinity-Norm musste ja natürlich noch meine Balkontür zu machen. Moment mal, ich mache hier mal kurz Licht. Licht. Halt mal. Ich komme gleich wieder. Ich dachte gerade, irgendwas fehlt. Moment mal. So. Ein bisschen Musik, ich kann es eigentlich nochmal lauter drehen, oder? So, jetzt ist richtig. Ja, warum habe ich keine neue Musik? Ich hatte wirklich gar keine Zeit. Geht das sicherlich auch so nach der Arbeit oder so? So, denkt ihr so, na, ich muss ja noch diese scheiß Kundenrezension von meinem Chef schreiben. Ja, muss ich ja noch machen. Ja, dann muss ich ja noch das machen. Ach ja, morgen haben wir noch Mitarbeiterbesprechung, da muss ich ja dann noch meine PowerPoint vorbereiten. Und so, das geht euch ja sicherlich allen Arbeitern genauso. Oder so die Schüler noch so, die, ich sag jetzt mal nicht 5-Klässler oder so, 6-Klässler oder so. Aber schon so die noch so die richtigen Schüler so. Okay. Noch die richtigen Schüler, noch mit Klassenarbeiten, genauso wie ich. Die dann denken, oh ja. Leck mich. Wenn sie so denken, ach ja, ich muss ja morgen noch von der Arbeit lernen und so was. Ja, genauso euch geht's euch doch auch immer. So, ja, ich müsste ja noch was machen, aber jetzt guck ich halt noch mal kurz YouTube. Kurz mal Grinsekal reinschauen und danach lerne ich aber wirklich von der Mathearbeit. BZW schreibe ich da meine Kundenrezension. Oh, weiß nicht. Von meinem Chef. Geht euch ja sicherlich allen genauso. Oder auch an die Studenten. Ach ja, morgen habe ich eine Prüfung. Und da habe ich ja noch so eine Präsentation zu halten. Und dann noch das Gespräch mit dem Dozent. Und und Professor auch noch. Und morgen noch die komische Vorlesung und alles mögliche. Ja. Geht euch sicherlich allen genauso. Ich war noch nie in der Uni. Also ich war schon in der Uni, aber ich habe da noch nie gelehrt. Während ich hier gerade fröhlich Eisen abbuddle, sozusagen, wir haben schon 3 Minuten einfach nur gefarmt, bin stolz auf uns, will ich nämlich gerade eben ein Thema ansprechen. Es wird jetzt sicherlich tausenden Leuten nicht gefallen. Ich habe gerade noch kurz an meinem Auge ein bisschen gerieben. Hat gerade irgendwie geschmerzt. Also was heißt geschmerzt, aber kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen Tränen habt oder so in den Augen, dann muss man das einfach mal kurz mal so ein bisschen zukneifen und dann passt das wieder. Ja, was ich ansprechen wollte, war, jetzt mega Haterwelle. Okay, Laola-Welle, von links nach rechts. Achtung und Hate! Und noch einmal und Hate! Ja, mit Facecam sah das noch 1000-mal cooler aus. Also Hackfressen-Cam. Aber, ja, was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte. Hui, ich traue mich gar nicht mal mehr, das Wort in der Öffentlichkeit zu sagen. Da gibt's schon richtig eins auf die Mütze, wenn du es nur erwähnst. Ja, ja. Ich kann ja dazu sogar noch eine Geschichte erzählen, wie das so ist. So in meinem Alter, da sind sie noch ein bisschen. Also meine Freunde sind, ich sage jetzt nicht dumm, aber manchmal denkt man sich einfach, warum nur? Boah, das ist ja afrikanische Musik.
denkt man sich einfach nur, warum? Also, ich meine jetzt nicht tendenziell alle meine Freunde, aber es gibt ein, zwei Leute. Da war gerade ein kurzer Cut. Was will denn der Scheiß Avira schon wieder? Ich mache die Aufnahme, Avira, du kannst sie mal in die Ecke verpissen. Danke. Es gibt ein, zwei Freunde in meinem Freundeskreis. Ich war einfach nur, warum? Ne? Ich will jetzt keinen besonderen ansprechen. Jeder hat schon mal Scheiße gebaut in meiner Freundschaft. Ja. Aber da gibt es zwei Leute. Da habe ich mir einfach am Wochenende gedacht, wieso muss man einfach nur so kläglich doof sein? Ich spreche jetzt euch gerade direkt an, ich weiß das. Aber es ist mir jetzt egal, ob ihr mich jetzt in der Schule dafür hasst oder nicht. Weil jetzt will ich einfach mal ordentlich meine Meinung sagen. Und zwar das in aller Öffentlichkeit. So, und damit jetzt Sense. Und zwar das Thema heißt Homosexualität. Was, er hat es gesagt? Jetzt tötet ihn! Ja, also so denken gerade heutzutage die meisten. Aber Leute, es ist doch nicht schlimm, wenn man homosexuell ist. Ehrlich. Es ist doch nicht schlimm. Oh. Das ist ja. Keine Ahnung. Ist doch nicht schlimm. So, und zwar so war die Geschichte. Ich war am Wochenende auf einer Freizeit. Großes Remi-Demi, sehr viele Leute, Trubel, Wubel, Party, Band und alles mögliche, kann man sich ja so vorstellen. Alles war heißer Beißer, alle waren glücklich und alle happy. Und dann hat man da noch so ein Shirt gekriegt von der Freizeit, fand ich ganz cool, ganz nett. Wir haben ja das mal hinter. Egal. Fand ich ganz nett und so. Ich fand auch das alles sehr schön organisiert und so, es war eigentlich alles ganz gut. Und dann haben wir da auch so T-Shirts gekriegt, habe ich ja gerade schon erzählt. Ja, und dann gingen da so die T-Shirts rum und dann wollte natürlich jeder den exklusiven Namen von seinem Freund drauf haben. Ist ja nicht schlimm. Habe ich auch gar nichts dagegen, wenn man da so sagt, hey, kannst du mal kurz auf meinem T-Shirt unterschreiben? Ich würde dich gerne auf meinem T-Shirt drauf haben. Fühlt man sich ja schon geschmeichelt, da fühlt man sich, ist immer so der beste Freund oder so. Und so, und ja. Dann kam auch einer zu mir her und sagte ja. Also nein, das war eher so. Also davor kam noch ein anderer, also mein bester Freund, also kann man schon so sagen. Wir kennen uns schon seit der Geburt an. Ja, ich meine gerade dich. Und also nicht dich, der du jetzt gerade schaust, sondern nur eine bestimmte Person. Und die hat dann auch so gesagt. Yo, ich unterschreibe da auch gerne. Hat er so kurz unterschrieben, so seinen Namen drauf gekritzelt, dann noch so einen hübschen Smiley noch daneben. Ist ja ganz okay, finde ich, habe ich gar nichts dagegen. Und dann kam's. Ich dachte so, ja, jetzt musst du doch mal cool sein. Und also was ist cool, aber du musst einfach mal witzig sein. Ist das selig lustig? Und so, also, ich erzähle es erstmal so, wie ich es gedacht hätte, man reagiert so. Ich habe dann so meinen Namen draufgeschrieben, so hinter meinem besten Freund seinen Namen. Da habe ich gedacht, die sagen jetzt gleich, und dann, also habe ich meinen Namen hinten draufgeschrieben und dann habe ich ein Plus dazwischen gemacht. Einfach als stinknormales Plus. Das kennt ihr aus Matheunterricht oder so, einfach als stinknormales Plus. 2 plus 2 ergibt 4. Das kennt ihr doch. Genau, habe ich das da hingeschrieben. Und denkst so, ach ja, jetzt sagt der gleich, das kannst du doch nicht hinschreiben, mach das wieder weg. Ja, und wie ist es dann tatsächlich gekommen? Also dann dachte ich, die lachen auch noch alle so, ich schreibe das so, lache mich erstmal weg, weil ich denke, ja, das ist ja lustig. Ich fand es auch ganz schön lustig, wenn da einfach so zwei gleichgeschlechtliche Namen mit einem Plus stehen. Fand ich, haben mich eigentlich weggeschmissen vor Lachen. Ich will ja damit nicht die Homosexuellen auslachen, aber ich fand das einfach mal so ein kleiner Running Gag. Einfach so am Rande. Ja, und was macht denn der? Der rennt gleich zu den anderen Zelten. Also da, wir waren so in Zelten eingeteilt. Und da waren dann halt eben noch so andere Typen, andere Freunde drin. Wir waren so ein bisschen geteilt. Einer zu den anderen Zelten hin und schreit zu den anderen Freunden. Boah, guck mal, der ist voll schwul. Was zum Geier geht mit meiner Freundschaft ab? Ehrlich,
Was soll der Scheiß? Das kapiere ich doch jetzt nicht. Bedeutet, wenn ich auf einem großen Rockkonzert bin und ich schreibe dahin, keine Ahnung, zum Beispiel Justin Bieber plus Crow. So, die treten beide da auf. Dieses Plus-Symbol symbolisiert ja nur, dass es ja ein Und sein soll. Das bedeutet, Crow und Justin Bieber machen hier gerade ein fettes Konzert. Da kommt ja auch keiner und sagt, wow, Justin Bieber ist mit Crow schwul. Das macht ja keiner. Genau, und dann rennen die einfach rum und sagen, boah, der ist voll schwul, der ist voll schwul. Ist doch bescheuert. Sag mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich finde es einfach bescheuert. Allgemein habe ich nichts gegen Homosexuelle. Die können, das ist ja genauso als Beispiel Minecraft. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt die liebe Merkel. Ich will ja hier keinen anprangern. Ist ja auch gar nicht in Wirklichkeit so. Ich bin die liebe Merkel und sag, ja, die ganze Minecraft-Geschichte wird abgeschafft. Die ist jetzt illegal, die ist jetzt genauso wie Marihuana keine Ahnung was, einfach so richtig illegal. Da kann man 10 Jahre lang dafür verhaftet werden, wenn man Minecraft spielt. So. Das ist ja dann, und die hat davor das Spiel so richtig Spaß gemacht. Verstehst du, dir hat das Spiel so richtig Spaß gemacht, du hattest richtig Fun, dieses Spiel zu zocken, du hast immer davor gewartet, ach ja, wann ist endlich mal die Arbeit oder die Schule vorbei, dann kann ich endlich wieder nach Hause gehen und eine Runde Minecraft zocken. So, dir hat das Spiel richtig Spaß gemacht, die anderen fandest du gar nicht so toll und so. Dann kommt diese Mörke und sagt, ja, nö, geht nicht. Aber alle anderen spielen so, keine Ahnung, FIFA oder so, und das ist natürlich legitim. So. Da fühlt sie dich ja persönlich auch verarscht. So mal ganz ehrlich. Was ist das? Scheiße. Hallo Skelett. Fühlt sie dich ja persönlich auch verarscht, oder? Wow. Chill me, Skelett. Skelett mal better. Alter, lass mich angehen. Kaum mehr was zu futtern, aber ich gehe mal ganz kurz wieder in den Untergrund. Ja, also das ist dann genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, ja, FIFA ist legitim, aber Minecraft nicht. Das ist ja genauso mit den Homosexuellen. Das ist ja genauso, wie wenn ich sagen würde, ja, das sagen bisher alle, ja, Heterosexuelle sind erlaubt, aber Homosexuelle nicht. Warum eigentlich? Ist ja nicht euer Problem, wenn ein Mann sagt, ja, ich liebe meinen anderen Mann. Den anderen Mann. Und er liebt ihn wirklich. Man sieht es in den Augen meistens, dass er ihn liebt und so. Dann ist das ja gar nicht schlimm. Dann ist es ja okay, wenn ich jetzt sage, yo, ich bin homosexuell. Dann wird man da auch nicht ausgelacht. Das ist ja nicht schlimm. Was ich dann aber nicht verstehe, wenn die dann da hinkommen und sagen, wir sind was total Besonderes. Wir verdienen einen Adelstitel. So, ne? Da in Bavü. Guck dir die Schweinereiter mal an. Habe ich mitgekriegt, zufälligerweise. Haben die kleinen Schwulen einfach mal gesagt, ja, also eigentlich sind wir was Besonderes. Wir gehören jetzt ins Schulbuch. Das bedeutet rein theoretisch, soll in der ganzen württembergischen Schulbildung jetzt nicht mehr drinstehen, Lena geht mit ihrer Mutter und ihrem Vater einkaufen. Sie kauft sich 5 Äpfel. Daraufhin kommt ihre Mutter und kauft sich 6 Handtaschen. Zusammen kostet es 18 Euro. Wenn alles gleich kosten würde, wie viel würde dann ein Apfel kosten? Solche Aufgaben gibt es in dem Mathematikbuch dann ja nicht mehr. Die kleine Politik hat ja dann sogar noch zugesagt. Die hat nun gesagt, ja, ist okay. Das ist ja bescheuert. Verstehst du, die Homosexuellen dürfen ruhig sagen, ja, wir sind hier, wir sind eine eigene Gemeinschaft. Hab ich nichts gegen, die können meinetwegen alles Mögliche sagen. Es ist mir wirklich schnurzpiep egal.
Aber wenn die dann herkommen und sagen, ja, wir verdienen hier einen Adelstitel, wir sind hier die Babos. Nee, da bin ich nicht mehr dabei. Also spätestens da steige ich dann aus. Und so, ne? Also, das ist nur so meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob ich hier ganz schnell geredet habe. Hallo, Zombie. Und so, ne? Ich kann auch... Ja, also, ich will nicht eure Meinung dazu hören. Aber zu der Geschichte, die ich euch erzählt habe, will man eure eigene Meinung hören. Oh, wieder Tycoon-Musik. Geil. Oh, und hier ist unser ganzes Zuckerrohr gewachsen. Ba, 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 ba. Hallo, Hello Kitty. Ohne den Kopf. Hello Kitty hat ja auch mal von den Stängel gekriegt. Von Greenpeace, glaube ich, oder? Da haben die die doch angeklagt mal, weil die Gedöns. Da haben die ja mal voll den Anstrengung bekommen, weil die ja scheinbar nicht Gedöns gemacht haben. Die Hello Kitty hat keine Schnurrhaare. Ist ja Tierquälerei. Also heutzutage fragen wir einfach, wo die Welt geblieben ist. Früher hat man noch gesagt, Uga Uga, und hat sie dann das Fleisch, was man sich hart erkämpft hat, seinem fremden Mitmenschen gegeben. Heutzutage. Ja, ich muss mal ganz dringend anrufen, meine Mutter kommt heute leider nicht. Wir wollten eigentlich noch zusammen ins Kino. Ich muss mal ganz dringend anrufen, weil ich habe jetzt einfach keine Zeit mehr. Was sagen die dann? Nö, du tust ja nur meine Mails ablesen. Leute, macht so einen Scheiß einfach nicht. Das ist einfach unsozial. Der Mensch wird unsozial. Wir sind Herdentiere. Wir haben früher uns immer gegenseitig geholfen. Wenn T-Rex hinter unseren Mitmenschen hinterher gerannt ist, dann haben wir nicht gesagt, oh, pff, ich muss jetzt noch kurz das neue Album von SpongeBob reinziehen. Das haben wir damals nicht gesagt. Wir sind dem T-Rex hinterher gerannt, haben den einmal kurz den Bauch aufgeschnitten und sind dann weitergelaufen. Ja, so war das früher. Erinnert sich noch jemand an Noah, hä? Verstehst du? Alter, habe ich jetzt eine philosophische Folge in mir. Alter Falter. Ich weiß nicht mehr welcher Schlaukopf sich das überhaupt noch reinziehen will. Also das ist einfach nur so meine Meinung. Ehrlich. Warum spawnt eine Spinne? Ich sollte da definitiv noch besser ausleuchten. Ich meine, es ist für mich kein Problem, aber... Hinten, ne, Park, geil. Hallo Spinne. Ja, Spinne, ich weiß, du magst mich. Dankeschön. Wahrscheinlich Ecke Stuhl so. Ist hier drin nichts gespawnt, das frage ich mich sowieso. Gute Nacht. So, wir sind schon mal 18 Minuten, Alter. Was sollen wir machen? Lass deinen Scheiß. Ja, wir sind jetzt wieder zurückgekehrt auf unsere Heimat. Wir holen den ganzen Zeug später mal wieder raus. Jetzt, wir gehen ja eh gleich wieder rüber. Hey, gib mir die Kohle! Okay. Dann haben wir hier schon einmal alles erledigt. Naja, so die Freizeit hat... Scheiße. Die Freizeit hat mir echt nachdenklich gemacht. Wie? Sterben wir? Ich will das mal ganz kurz beobachten hier. Wie, wir sterben? Ja, ich glaube, wir sterben. Ja, wir sterben. Ja, friss! Oh! Boah, ganz noch knapp gerettet. Oh, danke!
Hilfe! Danke, Götter! Und ich rappelte mich wieder auf. Ich war voller Lebensenergie. Ich war kein Niemand. Ich würde der ganzen Welt sein, wer ich wirklich bin. Ich tue jetzt gerade was ich nicht tun will eigentlich. Was machst du da? Nein! Schnauze. Handform, yeah! So, wo machen wir das? Toll. Es ist aus. Becca! Signore! Schwing die Hufte! Schwing die Hufte! Wir tanzen und feiern! Und deswegen die Hüfte, links, rechts, links, rechts. Und hoch, runter, und das Ganze noch einmal. Auf, mal zeigen. Jetzt. Ich habe nur ein Ei Bier getrunken, ein Ei Bier. Ist nicht viel, ein Ei Bier. So. Ich bin Tinkerbell. Feenstaub, Blümchen, Feenstaub, Regenbogen. Alter. Oh, sorry, ich muss mal kurz die Musik leiser machen. Oh, die gehen mir gerade einfach nur ein bisschen auf den Keks. Wir haben die Samen nicht mitgenommen. Bäh. Babuschka. Babuschka. Das war das Babuschka-Lied. Okay. Krieg ich ja gleich einen Koller. Ah, das war das Lied. Naja. Hoffentlich wächst der ganze Scheiß auch. Das war jetzt das Florenz-Lied. Und Florenz starb. Wir waren traurig. Zum Thema Schwulen. Hat Silly auch noch der eine oder andere mitgekriegt, was Schwarzenegger gemacht hat, ne? Naja, der kleine Schlawiner auf Facebook. Ich nehme lauter Scheiß mit, den ich gar nicht brauche. Pat mal, das machen wir jetzt so. Haben wir hier noch ein bisschen Holz. Brechele. Hab kein Holz. Scheiße. Oh, da passt da viel mehr Scheiß rein. So, 20 Eisen nehme ich nochmal mit. Spinnenauge kann hier bleiben, ein bisschen Cobblestone. Ein Knochen, 6 Sugar Canes, ehrlich. Ein Eimer. Nochmal ein Cobblestone Stack. Die Eisensense. Okay. Und let's go! Mir leid, ich habe dich betrogen. Kennt das noch jemand den Film? Moment mal. 10 Dinge, die ich an dir hasse. Kennt den Film noch jemand? Boah, der war ein genialer Streifen, hey. Das muss ich so geben. Schnauze. Ehrlich, ich kapiere solche Leute in den Kommentaren nicht. Du bist voll scheiße. Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Und wenn derjenige nicht damit klarkommt, bitteschön, er hat auch seine eigene Meinung, dann dürft ihr ihm gerne zurückschreien, was auch scheiße ist. Boah, hab ich jetzt gesagt. Ihr habt von mir die Erlaubnis. Moment mal, ich muss mich gerade an der Schulter kratzen. Oh ja, das ist gut. Deswegen musste ich gerade eben so ein bisschen über Kreuz laufen.
also meine linke, meine rechte Hand irgendwie gerade eben auf die W-Taste drücken und mit der linken Hand meine rechte Schulter kratzen. Das war gerade ein kleines Schilluminati-Projekt. Hallo. Na? Boah, nochmal. Bäh. Fett. Das wird richtig fett hier. So, ich würde sagen, auf gut Glück. Stimmt. Und schon kann jetzt keiner mehr angreifen. Also hoffe ich zumindest. So, kurz noch eine Fackel anbringen. So, Strip Mining. Na gut, Strip Mining ist es nicht, aber. Und da jetzt noch eine Mucke. Ach, wie viele afrikanische Lieder wir einfach nur zur Musikplays haben. Das ist echt unglaublich. Boah. Puh. So. James Bond ermitteln sie. Ach du Lecco mio! Boah! Aua! Scheiß Ding. Na toll, wir haben immer noch keine Hose. Was hätte ich denn tun sollen, ehrlich? Wir sterben gerade einfach mal im laufenden Fließband, das darf doch nicht sein. Wir haben einfach diese Woche, diese Folge gar nichts gemacht. Wir haben nur so ein bisschen rumgefarmt und ja. Ist doch zum Kotzen. Hey, mache ich jetzt sogar eine 14-Minuten-Folge? Ich überlege gerade echt, ob ich das machen soll. Andererseits ist es schon 20.30 Uhr. B-b-b-b-b. Param, 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 param. Prä, prä! Hier muss auch noch alles mit Treppen zugemacht werden, weil wir immer wieder hochhopsen, verbrauchen wir irgendwie 1000 Kalorien. Ich habe mich gerade so ein bisschen frisiert, so Augen zugemacht, kurz so ein bisschen frisieren. Boah. Ah. Yay. Yeah. Hui, einsammeln. Das fröhliche Einsammeln. Leckos mio, Alter. Natürlich hatten wir eigentlich fast nichts Wichtiges dabei. Dann meist haben wir abgelegt, von dem her wäre aus. Ja gut, 52 Eisen. Huch, was machen wir noch? Magnifico, magnifico! Aha! Da haben wir noch den kleinen Lavasee, hä? Das ist gleich stockdunkel werden hier. Hi, er hat Stock gesagt. Es würde perfekt ausreichen, wenn ich mich nicht tausend klicken würde. Komm, Ende. Nein, nicht schon wieder. Ja. Na, was fressen? So, jetzt regenerieren wir noch ein bisschen. Puh.
Leckos mio. Kommst du jetzt aber nicht hier rüber, oder? Allah. Allah. Was ist denn da? Ach, da bist du. Das sollte eigentlich hier freie Bahn sein. Yo! Oh, ist the right. Wir können uns straight nach vorne graben. So, es ist 31 Minuten. Ich muss mich leider schon langsam wieder verabschieden. Für diese Folge Minecraft von Grinsekarl. Übrigens, derjenige, der sich gewundert hat, dass zwei Folgen Minecraft im Stück haben. Ich hatte nämlich letzte Woche noch Minecraft auf Halde. Und dann am Sonntag käme ja eigentlich Monkey Island. Und dann habe ich gedacht, jetzt letzte einfach mal statt Monkey Island Minecraft hoch, weil ich hatte das einfach noch da. Und dann habe ich einfach gedacht, jetzt letzte einfach mal Minecraft hoch. Diesen Donnerstag nochmal Minecraft, aber am Sonntag kommt dann wieder Monkey Island. Ich verspreche es euch. Ich nehme es dann irgendwann mal auf. Bis dahin, sage ich. Also bis. Ja, das darf der Zukunftsgrinsekarl machen. Also, ich sage schon mal Tschüss. Und bis dann, euer Grinsekarl.